gibt es eigentlich auch nicht. Weil besser ist schon eine Steigerung von gut und gut bessern geht's nicht, theoretisch. Naja, gibt halt so Sachen, die gibt's nicht, aber die werden angewandt. Die Panik in Indien hat sich um 2 abgeschwächt. Na, das ist doch herrlich. In ganz Asien gelegt. Die Welt geht unter, wir gehen mal hin. Ja, ja, ist klar. Wir gehen mal hin, weißt du, und ratzen hier mal ein paar Viecher weg und retten ein paar Leutchen und schon hat sich die ganze Panik weggelöst. Ja, klar. Warum auch nicht? Hä? Gut, dann würde ich sagen, scannen wir die Welt mal weiter, hm? Ja, rekrutieren können wir nicht, Dings können wir nicht, ja. Wir müssen auf unseren nächsten monatlichen Gehaltscheck warten. Und dann, ne? Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Wir haben noch einen Satelliten gebaut. Meine Güte, ich war aber... Die schlimmsten Befürchtungen könnten wahr werden. Aha. Es geht Ihnen nicht nur um Entführungen. Sie planen etwas anderes. Okay. Hast du auch dezent irgendwie eine Idee, was sie planen könnten? Flugscheiße. Tralala. Kleiner Spaß. Muss ja auch mal sein, nein. So. Wir haben noch einen Satelliten. Ich bin sicher, die Truppen werden die Opferzahl da draußen gerne ausgleichen. Ja, bestimmt. So, wir können noch einen Satelliten starten. Wo schicken wir den denn hin? Ja, das ist eine gute Frage. So, du hast 100 geboten, 50 in Brasilien. Also, das kann sich auch ändern. Dass auf einmal irgendjemand so meint, oh, no, ich biete noch mal mehr. Nigeria, Afrika. Ich weiß gar nicht, ob der Sie so weit kommt. Mit dem Material arbeiten, das wir momentan haben. Machen wir. Das ist schlecht. Frankreich, okay. China, Japan. Oh, seht ihr, da haben sich, glaube ich, schon die Werte ein wenig gebessert. Ach, guck mal, Indien haben wir sogar schon Satelliten. Das ist ja cool. Ja, ich weiß nicht. Also, Afrika ist ja noch am schlimmsten so, ne? Von der Panik mal her. Dann müssten wir noch nach Brasilien und so was. Ja. Mexiko bietet jetzt auch nicht so den Hit. Ich würde sagen, schicken wir einen hoch nach Nigeria. Was möchtest du? Satellitenstart bestätigen. Nigeria. Flugzeit 4 Tage. Nichts Neues zu berichten. Nach dem Start überwachen wir 1 von 3 Ländern in Afrika. Belohnung plus 1 Ingenieur pro Monat. Ah ja, wusste ich auch noch nicht. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Jupp, das war mir jetzt bewusst, weil wir haben jetzt 5 von 5 oben. Das bedeutet, wir haben jetzt auch eine gute Satellitenüberwachung. In dem Sinne, aber wir haben ein Problem. Und zwar, wir brauchen geschwind mal einen Abfangjäger mehr für Afrika. Und demnächst brauchen wir dann noch einen für Brasilien. Naja, aber erstmal müssen die Kröten reinkommen, ne? Ist ja oftmals so, ne? Ohne Maus nix los, ne? Wie man es so schön sagt. Oh oh. Übertragung entschlüsselt. Juhu! Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Also. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Haha! So etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Ja, da sehen wir doch. Es sieht doch recht gut aus. Bisher muss ich sagen, in allen, also ich hatte das Ganze auch schon mal vorher gedreht. Tralala. Bevor ich gehackt wurde und oder der Kanal besser, ich selbst bin ja noch taufrisch. Ja, hatte ich das Ganze ja gedreht und so weiter und auch schon mal vorher angetestet, so ein Stückchen. Und da hatte ich immer das Problem gehabt, dass mir irgendein Land irgendwann gesagt hat, so, ich steig aus, ich habe keine Lust mehr. Deswegen schieße ich auch momentan so viele Satelliten durch die Gegend. Behalten Sie im Auge. Mal so als kleiner Spoiler-Tipp. Also vielleicht hilft's ja. Ich weiß es nicht.
So, jetzt können wir erstmal Escape drücken, weil wir haben jetzt unser neues Budget erhalten. 630, warum nur 630? Waren das nicht irgendwas schon? Nö? Gut. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf wie viel wir überhaupt gekommen sind monatlich? 700? 500? Ich weiß es nicht. Ich glaube 570 waren es vorher und jetzt 630. Ich weiß es nicht. Hauptsache wir haben Geld. So, und jetzt können wir nämlich Folgendes tun. Und zwar können wir jetzt in den Hangar gehen. So. Schiffsliste ansehen, ja. Wir haben in Europa einen stationiert. Wir haben in Nordamerika einen stationiert. Aber keinen in Asien. Und hier können wir einen Abfangjäger kaufen. Aber Asien brauche ich ja gar nicht, oder? Afrika? Afrika war es. Auch weit mit A. So, da können wir einen stationieren. Das reicht erstmal. Der kostet... Naja, ich finde ein bisschen günstig sind die Dinger, ne? So ein Abfangjäger, ich weiß ja nicht, also... Für 40 Dollar? Ja, Paragraphen. Hier sind es ja nicht mehr Dollar. Ist ja eine Paragraphenwährung. Vielleicht kommt demnächst hier auch die Paragraphenwährung. Man weiß es nicht. Aber es wird ja auch von Euro-Dollar gemunkelt. Irgendwie. So, dass es gar nicht mehr den Euro geben wird irgendwann, sondern den Euro-Dollar. Der ist dann noch toller. Oder so. Naja, geil. Lassen wir diese Hirngespinste mal und schauen mal in die Technik. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Juhu! Sie sind über jede Hilfe hier unten froh. So, bauen wir doch mal was. Ja, was könnten wir denn bauen? Gegenstand bauen. Satelliten? Herstellen? Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Eckbüß. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Richtig. Schalalalala. So, waren hier nicht mal Waffen? Nano, Phaser, Weste, Medikit? Was ist mit Waffen? Gott, ich habe das Spiel zu lange nicht mehr gespielt. Schalalalala. Je mehr ich sehe, desto weniger möchte ich sehen. Entstellte Ungetüme aus Fleisch und Metall, angetrieben durch die Technologie der Aliens. Kann man das noch Leben nennen? Wir müssen das Projekt vorantreiben. Aber der Gedanke, den gleichen Weg zu gehen wie die Aliens, ist beunruhigend. Was, wenn sie einmal waren wie wir? Sind wir nur Teil eines ewigen Kreislaufs? Wenn das der Ausblick auf unsere Zukunft ist, möchte ich sie nicht erleben. Tja. Da kann man natürlich auch eine Menge spekulieren. In dem Sinne, dass man auch sagen könnte, naja, wer weiß, vielleicht sind es wir ja sogar selbst. Und kommen aus der Zukunft und invasieren unsere eigene alte Heimat. Ich weiß es nicht. Wer weiß es? So. Ein Labor, eine Werkstatt, ein Kraftwerk. Ah ja, Kraftwerke bräuchten wir auch mal wieder, ne? Ja, doch, ein bisschen. Ich weiß es nicht. Satellitenkontrollcenter hätte ich gerne. Vielleicht brauchen wir Ingenieure. Energie 5, das könnten wir gerade so hinkriegen. Aber ich brauche mehr Ingenieure. Wie viel haben wir denn? Das wäre mal toll zu wissen, wie viel man da so hat. Derzeit. Ja gut, zurück. Wir müssten ein Kraftwerk. Ne, es gibt ja auch diese Dampfkraftwerke später. Vielleicht bauen wir mal einen Fahrstuhl nach unten. Ja, für 50. Das ist, naja. Ruckzuck ist das Geld nämlich auch wieder alle. Das kennt man ja, ne? So. Und dann schauen wir mal in die Kaserne. In die Offiziersschule. Truppengröße 1. Ja, nehmen wir das doch mal, oder? So. Truppengröße 2. Können wir uns das auch gleich leisten? Kostet das Kontrollzentrum. Gute Besserung. Ja, das ist auch schön.